Kopfweh ist immer noch da. Hat sich noch nicht ergeben. Ja, muss ich demnächst mal in Angriff nehmen. Ja, aber solange es noch auszuhalten ist, denke ich mal, es ist nichts Lebensbedrohliches. Herrn Ta? Bitte was? Ich verstehe die Welt nicht mehr. So, ich habe mich jetzt gerade in Discord gemutet. Und ihr hört gerade auch weder Game Sounds noch Timbata, da sie sich halt gerade mit Mondi unterhält. Und da würde ich ganz gerne ihr da doch so ein bisschen den Freiraum lassen und jetzt nicht versuchen wollen, mich irgendwie dazwischen zu drängen oder ähnliches, zumal ich jetzt auch nicht nochmal in Mumble rein möchte. Zumal die Folge geht jetzt auch. Wir machen jetzt noch die Endoflame. Haben wir noch eine rote Blume und dann würde ich die Folge hier auch beenden wollen. Oh, wir haben nicht viele rote Blumen. Und da würde ich eine dann mindestens aufbewahren, damit ich da mit dem Knochen ran kann. So, das heißt, was brauche ich? Zweimal braun. Und einmal das. Und ach, der Samen. Jetzt vergesse ich auch viel zu gerne. Ach, dann muss ich jetzt einmal runter. Hierhin. Und dann kann ich da mir ganz kurz Samen nehmen. Muss ich auch ganz kurz anmerken. Jetzt sei gerade Tim redet gerade selber auch gar nicht. Ich möchte mich schon mal hier so bedanken, dass ihr dabei war in der Folge. Macht mir nämlich sonderlich viel Spaß. Ja, sie ist eine nette Person. So, damit haben wir die Endo-Flame-Blume. Und Open Crate. Suchen wir einfach mal danach. Open Crate. Das ist einfach mit Living Wood Planks. Okay. Die habe ich gerade nicht dabei. Ach Gott, ich bin super schlecht vorbereitet. Aber dann sind wir auf jeden Fall ein bisschen näher dran, Botania weiterzumachen. Nicht unbedingt so weit, wie ich es mir unbedingt wünschen würde. Aber gut. Ja gut, die liebe Tim hat sich auch gemutet, sehe ich gerade. Nun gut, ich möchte dann ganz kurz anmerken. Also, schaut ganz, ganz gerne bei... bist wieder da? Ja. Das ist genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte, dass man hier wieder in irgendwelche Play-Geschichten von jetzt auf gleich reingeschmissen wird. Und dann steht plötzlich irgendwer bei dir im Raum drinnen und erwartet von dir, dass du jetzt sofort bei Mumble bist und jetzt sofort darüber redest und du denkst so, ey, ich will eigentlich bauen oder irgendwas anderes machen. Jetzt bin ich schon wieder komplett draußen. So. Also, was machst du gerade Schönes? Ich bin blöd. Was ich gerade mache, ist, ich habe meine erste Blume, die mir Mana geben soll, gebaut. Mhm. Und muss jetzt dafür sorgen, dass sie Zeug verbrennen kann. Irgendwie. Mhm. Ich bin mir selber noch nicht so sicher, wie das jetzt funktionieren soll. Okay. Dementsprechend. So, ich stelle die Blume einfach mal hin. So. Das ist nicht das, was ich drücken wollte. Ich bin blöd. Abbauen. Habe ich das jetzt? Da. Ich
Wie funktioniert das? Was steht denn in deinem schlauen Buch? Das ist eine gute Frage. Das muss ich das Buch selber mal fragen. Das wäre jetzt nur so ein Vorschlag. Okay, Fragezeichen. Ich bin mehr verwirrt als alles andere. Und ich bin blöder als alles andere auf dieser Welt. So. Lass mich mal ganz kurz spielen, bitte. Ich muss meine Blödheit ausleben. Bitte nicht runterfallen. Alles gut, ich bin nicht gefallen. Das hörte sich irgendwie gerade danach an, deswegen. Ich fall doch nirgendwo runter. Nein. Du doch nicht. So, wie packe ich Items rein? In was? In die Crate, die ich gerade gebaut habe. Da steht da nämlich nicht, oder? Aber ich überlese diesen Abschnitt gekonnt. Was hast du gerade gebaut? Eine Open Crate. Warte mal. Diese Richtung? Ich komme mal kurz vorbei. Oder muss ich dafür erstmal einen Mana-Spreader bauen, dass ich das Mana aus der Endoflame bekommen kann? How do I even? Sollte mir das Buch mal vernünftig durchlesen. Hast du dein komisches Stöckchen? Irgendwo in einer Kiste, ja. Weil damit musst du ja sagen, wer was wohin machen soll. Oh, einen Moment ganz kurz. So, ich habe meinen Stock in der Hand. Warte, ich glaube, das ist nicht der richtige Stock. Ja. Ups. Ich bin super gut vorbereitet. Okay. Muss was anderes machen. Entschuldigung. Entschuldigung, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Aber das ist Standard. Trial and Error, so bin ich auch durch mein Abi gekommen. Dass ich überhaupt durchs Abi gekommen bin, verwundert mich noch heute. Ach, doch so schlimm? Ich habe nur die 12 Jahre gebraucht. Ah, okay. Aber ich würde jetzt nicht mit meinem Abi angeben wollen. Es ist nicht zwingend das Beste. Es ist gut genug für meine Zwecke, aber nicht zwingend das Beste. Mhm. Also Kinder, jetzt kommt hier der Lernfaktor, ne? Passt in der Schule auf. Und lernt. Man kann das Abi zwar auch ohne Lernen überstehen, aber lernt trotzdem. Das ist das Klügste, was man tun kann. Dann das Schlimmste an diesen Spruce-Bäumen ist einfach, dass sie 10 Meter hoch sind. So wie ich. Ich bin nicht wirklich 10 Meter hoch, sondern 12! Nein, ich bin nur 1,80 klein. Das hätte ich aber jetzt nicht vermutet, mit den 12 Metern. Ja, was meinst du? Ich dachte, du bist larger than life. Nee, ich bin nicht 43 Meter groß. Das wäre ridiculous. So, jetzt muss gewartet werden. Das ist das Schönste an diesem Mod. Einfach warten. So. Pff.
Es hat die Geräusche gemacht, es hat sich nicht verwandelt. Laggt es? Ich habe keine Ahnung, bei mir hat sich ziemlich auch, also ich habe die Animation gerade gehabt, dass irgendwas passiert, aber es hat sich nicht verändert. Das ist bei mir nach wie vor irgendwie Sprucewood. Jetzt. Und du, ja genau. Jetzt ist es Living Wood. Doch, es laggt ein bisschen. Ja, ein klein wenig. Ich meine, wir sind ja auch nicht gerade wenige hier gerade auf dem Server. Muss man vielleicht nochmal, warte, wie ging das so? Ein bisschen RAM nachschieben. Gut. Habe ich noch Blümchen dabei? Ja. Glaube ich. Buch. Also ich kann die Blume an- und abwählen. Mhm. Muss ich dem Livingwood entgegenwerfen? Warte, das Buch sagt, es brennt oder es sollte brennen oder sowas ähnliches. So, ich habe die Endofilme gemacht. Ja. Ja, es absorbiert Items oder Blöcke und verbrennt sie. So. Das sollte eigentlich so funktionieren, oder? Oder muss ich da einen Mana-Spray dafür dran setzen? Das ist jetzt meine Frage. Ich sag mal so, ich habe mich noch nie wirklich mit Botania auseinandergesetzt. Mana-Pool. Für was war gleich nochmal der Mana-Spreader? Um Mana von A nach B zu bekommen. Das ist... Ein Moment bitte. God damn it. So viel, was ich jetzt rauskarten muss. Gold. Da war ich stehen geblieben. Gold habe ich hier unten. Das habe ich nämlich gefunden. 4 Stück. Ich hab mehr Diamanten als Gold. Sollte ja auch so eigentlich nicht sein. So. Ich brauche noch eine Blume. Wenn du so wenig hast, solltest du dir eventuell ohne Maschinen oder Strom brauchen zu müssen, eine Tinker's Construct Smeltery bauen. Das verdoppelt nämlich auch dann deine Erze. Dann hättest du anstatt nur 4, 8 Gold. Ah. Ich habe das falsche Item da reingelegt. Da. Ich habe jetzt das Rezept wieder vergessen. So, ich brauche noch mehr Living Wood. So durcheinander heute. Wird mir mehrfach weggerufen. So geht das ja gar nicht. So. Dann ein Stück Gold und Blume. Sehr gut, die Blume habe ich noch bekommen. Dann Mana Spreader. So, der Mana Spreader zielt da jetzt drauf. Genau. Die Blume zielt jetzt da drauf. Mhm. Okay, das heißt... Wie packe ich jetzt... Das weiß ich noch immer nicht. Wie packe ich jetzt Sachen da rein? Oder muss ich... Das ist eine Frage für später. Kriege ich erstmal Mana? So. Ich glaube, in die... Kannst du da was reinpacken? Oder brauchst du da nicht einfach so eine Art Hopper, die Items runterdroppt? Jetzt hat sie nämlich gerade die Kohle aufgenommen.
Hat die Crate die Kohle aufgenommen oder die Blume? Also, ich kann ja eh hier, glaube ich, auf nichts zugreifen, aber du musstest mal gucken, entweder mit Sneaken oder irgendwas, ob du mit der Crate interagieren kannst. Wenn nicht, solltest du dir überlegen, ob du an diese Crate nach unten irgendwie eine Art Hopper hinsetzt, wo dann die Items irgendwie runterfallen. Die Crate kann ich halt nicht öffnen. Die Frage ist, brauchst du diese Crate? Weil wenn nicht, würde ich dir raten, mach oben drüber einfach einen Hopper, auf den Hopper drauf eine Kiste und pack da deine Kohle rein. Das würde Sinn ergeben, ja. Ja. Machen wir das mal so. Du müsstest mir zeigen, wie ich dir erlauben kann, in meinem Gebiet auf Sachen zuzugreifen. Ich warte jetzt mal kurz, bis du hier fertig bist, dann kann ich dir das erklären. Ich bin ein Inventar-Messi. Ich kann nicht nur den Kopf schütteln. Oder ihn wegschmeißen in dem Fall. So, doch, das könnte auch rein. Das könnte auch rein. Die Jellybeans könnte auch rein. Damit habe ich wieder ein bisschen Platz. Oder ich probiere mal was anderes. Nochmal ganz kurz vorher. Ich will jetzt nicht die Open Crates gebaut haben für nichts. Was ist, wenn ich da jetzt einen Hopper draufsetze? Die Crate wird gefüllt. Ah, schau, so funktioniert es. Es kommen auch unten die Items raus. Das bedeutet... Würde das auch mit einer Truhe gehen? Habe ich noch genug Holz dabei? Nein, habe ich nicht. So viel von A nach B laufen. So, nehmen wir mal einfach das Holz mit. Und platzieren es einmal. Sehr gut. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich glaube, die Blume verbrennt das gerade sogar schon alles ziemlich fleißig. So, setze ich eine Kiste drauf. Nein. Aus Kisten nimmt er das nicht raus. Nein, du brauchst einen Hopper, du brauchst irgendeine Transportmöglichkeit. Um das aus der Kiste quasi rausziehen zu lassen und dann woanders hin transportieren zu können. Jetzt die Frage, was ist, wenn ich da was drunter habe? Dann kommt der Hopper oben drauf. Und darauf kommt jetzt eine Kiste. Theoretisch. Kommt's unten raus. Er spuckt das aber aus, als gäbe es keinen Morgen. Und das ist nicht das, was ich möchte. Dann solltest du versuchen, dir einen Hebel zu machen und gucken, ob hier die Open Crate mit einem Hebel interagieren kann. Dass du den an- und ausschalten kannst. Schau noch mal ganz kurz vorher, ob die Crate steht nur, dass die fallen lässt. Okay. Wie gesagt, bau dir einfach Nebel und probier es mal aus, ob das dann funktioniert, dass die irgendwie miteinander interagieren oder so. Ich habe halt nur gehofft, dass da vielleicht noch Instructions beistehen. Du hast hier eine komische Blaze. Oder Blitz oder was ist. Ja, die fliegen hier häufiger rum. Die machen das Geräusch, als würde man Papier zerkrümeln. So, warte, der Lever ist on. Okay, es funktioniert mit einem Lever. Übrigens, wenn es hier mit dem Lever funktioniert, dann könntest du rein theoretisch auch mit einer Redstone-Clock arbeiten.
die könntest du dann so einstellen, dass die nach so und so viel Sekunden das Ding aktiviert und was droppt. Das geht über Ticks. Ähnlich wie ein hier Redstone-Geschalte. Wie baut man eine Redstone-Clock? Okay. Machen wir das einfach mal. Wenn schon gute Vorschläge kommen, dann werden sie auch direkt umgesetzt. Also es müsste zumindest funktionieren. So, wenn es über den Hebel geht. Redstone habe ich ja mehr als genug. So, was ich dafür brauche, ist eine Redstone-Torch. Achso, ach, ich brauchte, brauche ich dafür Cleanstone? Warte, ich guck schnell bei mir nach. Ja. Mit Cobblestone funktioniert es nämlich nicht. Ja, du brauchst Stone. Habe ich den hier noch irgendwo? Bestimmt da. Brauche ich nämlich für den Living Stone. So, das war falsch herum. Ah, ich bin ein Doofus. So. Bob. Damit habe ich die Redstone Clock schon mal. Das Ding schaut fancy aus. Und die kannst du dann auch über einen Hebel betätigen. Da ist der Hebel. Wie bearbeite ich die Uhr? Geht das hier gar nicht? Hat die wirklich nur einen Tick? Scheint fast so. Ich kann da nichts einstellen. Anscheinend nicht. Na gut, das passiert dann.